Ja, ich bin jetzt hier mit Margret Kopp von der Aktion PIT Togo Hilfe. Margret, wo sind wir hier? Wir sind hier in Gut Grasselfing und ich bin überglücklich, dass man mir hier jetzt mal ganz für eine kurze Zeit ein Lager zur Verfügung gestellt hat, weil wir eine große Zahl von Schulmöbeln, best erhaltene Schulmöbel bekommen haben. Es wird eine Schule hier in Olching völlig neu gebaut und natürlich auch neu ausgestattet. Und es wäre jammerschade, wenn die Schulmöbel weggeworfen würden. Und deswegen war ich sehr dankbar, dass wir die angeboten bekommen haben und dass wir die jetzt hier auch mal kurzfristig sammeln konnten, zusammenführen konnten, damit wir hier den Container beladen können. Jetzt war die Aktion PIT ja bekannt dafür, dass sie regelmäßig Transporte nach Togo macht. Jetzt ist man von Maisach nach Fürstenfeldbruck gezogen und wir haben keine Transporte mehr. Werden jetzt Transporte wieder regelmäßig aufgenommen? Also solche Sammeltransporte, wo wir ganz viele verschiedene Sachspenden erst sammeln, können wir einfach nicht machen, weil dieses Lager haben wir jetzt nur speziell für die Schulmöbel ganz kurzfristig zur Verfügung gestellt bekommen. Und ansonsten haben wir dasselbe Problem wieder, dass wir kein Lager haben, wo wir die Sachspenden erst sammeln können. Mhm. Und deswegen sind diese regelmäßigen Transporte nicht möglich. Wenn wir aber wieder so ganz an einer Stelle ein großes Angebot an wertvollen Spenden bekommen, beispielsweise auch Krankenhausbetten, die wir dann direkt an dem Krankenhaus laden, dann können wir so einen Transport machen und da kann dann vielleicht auch einmal das eine oder andere Backel noch gebracht werden und mitgeschickt werden. Die Finanzierung der Transporte, diese Container, die nach Togo gehen, sind ja nicht ganz billig. Finanziert das der Verein oder wie läuft es? Also das ist immer das größte Problem. Die Sachspendenangebote kommen ja immer, aber wir brauchen das Geld für die Transporte. Hier in Olching haben wir jetzt das große Glück, dass wir sehr viel Unterstützung für große Spenden für die Transportkosten bekommen. Von einer Firma hier, der Bürgermeister hat sich da sehr eingesetzt. Wir haben auch vom BMZ einen Zuschuss für die Schränke und Spinde und Tafeln bekommen, sodass wir da also die Transporte diesmal auch einigermaßen gut finanzieren können. Mhm. Und was ist das jetzt alles? Das sind alles Schulmöbel hier, oder? Das sind ausschließlich Schulmöbel. Das sind Tische, Stühle, das sind auch Spinde, wo die Kinder ihre Garderobe unterbringen konnten. Das sind Schränke aus den Büros und aus dem Lehrerzimmer. Also alles Dinge, die wir in Togo, in den Schulen genauso wieder gut brauchen können, wie sie bei uns hier im Einsatz waren. Kommt das denn Togo dann in eine Schule oder wird das über das Land verteilt? Das kommt an mehrere Schulen, weil es ja eine riesen Menge ist. Und wir haben ja Schulen, die wir bauen, die Gebäude, und da ist es natürlich ideal, wenn wir da mit jetzt auch eine moderne Möblierung mitliefern können. Also heißt es, packen wir es an, oder? Packen wir es an, genau. Alles klar, danke. Danke auch.